Willkommen zu einem weiteren Ründchen The Elder Scrolls Online. Und wie versprochen erzählen wir jetzt, wie das mit den Ausgrabungen weitergeht. Man hätte einfach nur mal richtig lesen und nachdenken müssen. Ja, es stand da ja. Denn es steht hier, ihr benötigt den Einblick des Antiquars 2. Wenn ich mir jetzt hier angucke, Einblick des Antiquars. Zack, da bin ich. Kann ich bei den Ausgrabungen auch noch irgendwas machen? Nein, da nicht. Und jetzt können wir ein silberbeschlagenes nordisches Trinkhorn erspähen. Ich denke mal, jetzt wird es nicht mehr so einfach werden. Das sieht noch ganz gut aus. Den können wir auch noch. Und da. So, dann versuchen wir hier mal wieder was zusammenzufassen. Sehr schön. Ja. Und da haben wir alle 6. Erspäht. Und da unten muss ich hin. Da, wieso ist da in dem Bereich kein Wegschrein? Ich fasse es nicht. Aber wir reisen jetzt erstmal zu dem Wegschrein, der da in der Nähe ist. Anführungsstrichen in der Nähe ist. Ja, Wielandra sitzt auch noch neben mir und gräbt sich durch die Welt. Genau, es sind. Wie viel waren das? Ist ungefähr, was ich ausgegraben habe? 9. Ich würde mal sagen, so 12 bis 15 Grabungen müsste er da machen. Damit ihr da hinkommt. Das ist ein bisschen hoch. Nehmen wir doch die Brücke. Wo ist diese Karawane? Sie hätte schon eintreffen sollen. Oh, der Dolm ist wieder in. Oh, das schaffe ich eh nicht. Soldat und keine Spur von den Vorräten. Ja, beim nächsten Mal müssen wir wieder die ganzen Questen hier mal machen. Oh, was hast du denn? Ein quietschender Elch. Noch rüber zu kommen. Liegt ja so halbwegs auf dem Weg. Erledigt. Würde ich mal sagen. Ein Treffer, ja, ein Treffer, ich habe einen Treffer gelandet. Yeah! Ich muss aber ganz kurz aus dem Bereich raus hier. Ja! Ah, ich bin auch tot, verdammt! Ich habe das hohen Stärkungswandel noch nicht gefüttert. Asche. Und eine komische Tasche. Ja, so, den haben wir. Nichtsdestotrotz, wir wollten einen Schatz ausgraben.
Da habe ich ihn. So. In dieses Direction. Ah, da ist er ja auch schon. Okay, mal eine Stufe höher. Oh. Ja, es wird komplett arg Glück gehabt. Ja, das Trinkhorn haben wir schon mal. Da ist jetzt noch eine Ebene mehr, auf der du suchen musst. Und die drauf liegt. Das heißt, es wird natürlich auch schwieriger, den anderen das Beiwerk sozusagen zu finden. Nee, ich glaube, den finde ich nicht. Nee. Leider nur das Trinkhorn gefunden. Nicht das Beiwerk. Schade, schade. Die silbernen Gravuren zeigen eindeutig, dass dieses Horn eine bedeutende Tane gehörte. Allerdings erkenne ich das Elfenbein nicht. Ein Horn eines, das Horn einer übernatürlichen Bestie, beispielsweise eines Drachen, könnte jeden, der aus ihm trinkt, magische Stärke oder übernatürliches Glück verleihen. Mhm. So. Uns die königliche Gürtelschnalle erspähen. Aber dazu müssen wir natürlich noch ein Level höher. Benötigt eine Spur. Das wird wahrscheinlich in den Drema-Ruinen sein. Können wir mal gucken. Na, das geht ja hier schon gut los, ey. Minieren.
muss hier erstmal. Okay, eins. Ah, doch, klappte. Hatte schon befürchtet, dass das nicht hinhaut. Kein Level weiter. Jetzt hin. Was ist mit meiner Ratte los? Wieso? Fliegt. Oh, fliegende Ratten. Muss mir das Sorgen machen? Nein, das sind die. Sind Spezialratten. Ja, ja, die in Himmelsrand, die Ratten, die fliegen. Oder die Ratten aus Himmelsrand. Achso, halt, halt! Dann sollte man richtig rumreiten. Nein, lass mich in Ruhe. Grillfleisch, du. Hinterher? Jo, okay, im nächsten Gebiet, hoffe ich. Das wird hier hinter irgendwie sein. Ein Orca. Okay. Nein, immer noch weiter in die Richtung. Okay. Ah, da ist es ja. Okay. Okay, da. So, hier einfach nochmal. Bremer Körperbemalung entdeckt. Ah, und einen zusätzlichen Gegenstand. Ach, es kann noch einen entdecken. Okay. Ah, noch einer. Yeah.
Codex, ich glaube, da könnte man es besser nehmen. Genau. Ich liebe die Dreamer von ganzem Herzen, aber das Wort Narzissmus ist noch zu klein für die unverhohlene Eitelkeiten ihrer Kultur. Sie verzieren beinahe jede Oberfläche mit stilistischen Geschichten, die wohl den ihren Ältesten. Diese sehr bildhaften Muster passt perfekt in dieses Schema. So, können wir denn vielleicht noch irgendwas wieder? Nee, da nicht. Wen? Nee. Okay. Kann man von denen eigentlich noch mehrere entdecken? Ah ne, gut. Dann müssen wir jetzt in ein anderes Gebiet reisen wieder, um zu skillen. Ich nehme mir dann mal wieder Ostmarsch. Haben wir schon ein paar Sachen gefunden. Bist du inzwischen auch schon Level 3 oder? Ja. Dann kennst du da ja auch gleich ein paar. Ja, aber ich war jetzt gerade hier in Dijon und. Ja, klar, ja, klar. Jetzt mach ich erstmal. Mittlerweile sollten sie doch wieder hier sein. Hauptmann Alana meinte, dass sie sich nach einem Gebetsabend hier mit uns treffen wollten. Das hat sie gesagt, aber ich sehe sie nirgends. Vielleicht. So. Oh, das geht hier auch wieder gut los, ey. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Darüber. Noch und jawohl, mit dem letzten. Okay, wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, lasst mich doch einfach in Ruhe, Kollegen. Euch nichts, ihr tut mir nichts. Diese Richtung. Dachte er mir. Ach, da ist sie auch schon. Ja, Wolfskopfbrosche entdeckt. Sehr schön. Thank you.
Den zusätzlichen Gegenstand entdeckt. Diese Gegenstände sind auch völlig zufällig. Ist aber jetzt nicht so was, wo ich jetzt Hurra schreiben würde. Nee, 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 nee. Oh. Das ist Checkportal. Das nehme ich doch gleich mal mit. Ja. Wenn ich alles findet, wenn man mal einfach so durch die Gegend rennt. Freund! Was? Was ist denn? Drei Stück? Wow, das ist selten. Ja, links. Der letzte, war mal da. Ach, schade. Okay, nur eins gefunden. Hm? Leider nur ein zusätzliches gefunden. Dies ist ungewöhnlich. Man könnte dieses Stück der Heraldik vom Haarfinger, ich muss mal kurz in den Kodex anzeigen, das kann man etwas besser lesen. Dies ist ungewöhnlich. Man könnte dieses Stück der Heraldik vom Haarfinger zurechnen. Aber ich glaube, dass es deutlich älter ist als die Standarte von Einsamkeit. In der alten Tradition der Nord verkörpert die Wölfin Hingabe und Fruchtbarkeit. Ich nehme an, dass diese Brosche eine Schwertmaid aus längst vergangener Zeit gehörte. Ja, jo, haben wir denn? Spähenausgrabung. Nächste ist dann. Mal kurz, da müssen wir Einblick des Antiquars 3. Ja. Antiquars. Ich denke mal, das wird dann bei Rang 5. Ja, liebe Leute, das wird noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge noch einmal ganz kurz dann den letzten Level sozusagen an. Und dann machen wir mit den ganzen Questen weiter. Also bis dahin, ciao!